Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Erlengrad MLS 19er PIN.de zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Wenn ihr euch jetzt gerade fragt, wieso wir jetzt gerade Geld gekriegt haben, wir haben uns dazu entschieden, Alters kaufen oder umzuziehen. Ja, nee. Unsere zwei guten alten Drehschemel, was waren's denn? Blizzard? Genau. Die zwei werden wegkommen und wir werden uns ein neues, wunderschönes Gerätchen bzw. Anhänger kaufen. Sag mal, was kaufen wir uns? Pro-Liner und dunkelgrün. Genau. Ja. Ich würde jetzt vorher erstmal einer sagen, weil das Ding ist einfach sauteuer. Ich habe zwei gekauft. Oder das. Da war unser Kauf, ne? Hätten wir das vorher absprechen müssen. Ja, wir haben noch Geld, also. Von dem her? Achso. Ja. Das andere also, Ding ist, können wir die ziehen? Wenn die beide voll sind? Okay, wir haben nicht die größten Berge, aber. Also, wenn es wieder bergauf geht, dann wird's kritisch. Da fragst du den falschen. Oh nee, ich muss ja einen Drehschirm hin. Oh nee. Magst du machen? Ja, ich komme. Nee, war Spaß. Okay. Ach ja, und Flo? Vielleicht habe ich sie braun gekauft. Egal. Nee, ich habe sie schon dunkelgrün gekauft. Ja, wir wollten ja, damit sich der eigentlich rentiert. Wir können Ball pressen. Dreschen, aber es ist keine Dreschmission. Ein so. Feld reif? Du guckst dir gerade. Was? Ein Feld ist nur reif? Es ist kein Feld reif. Also uns ist es schon abgeerntet. Was haben die falsch gemacht? Also es sind zwar 1, 2, 3, 4 verdorrt, aber gut. Was? Ja, oder verdorren ja. Aus. Die sind verdorrt, verfault. Wait, what? Das muss ich mir gerade selber kurz angucken. Ich möchte nur aus dem etwas steileren Gebiet hier raus. So, ich muss mir jetzt selber nachgucken. Also warte mal. es ist hier, warte, wir gucken ja erstmal, ob es nichts oder aus. Pflanzensterben aus. Kade? Normalerweise gibt es doch dann hier so ein Dings, ne? Ah, ne, hier. Es sind halt wirklich vier verdorrt. Why? Doch. Hä? Also. Ist, hä? Egal. Es ist halt wirklich jedes Erwachsen bis auf die 24 und die ist wahrscheinlich gar nichts drauf. Oder ist eine Wiese? Ist eine Wiese. Und die einzelne oder so unsere. Gut. Ja, dann. Schwierig, ne? Oh. Waren denn immer mehr? Ich finde halt. Normalerweise kommt man da immer noch ein bisschen weiter runter scrollen, aber ich. Ja. Schwierig. Aber du. Oh. Ich glaube, Feld 3 düngen wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Hast du Lust? Fliffy? Ich nehme die jetzt einfach mal an, ne? Wir haben keinen Düngerstall, deswegen muss ich sie ausleihen. Ach ja, wir haben den Drescher da reingepackt, wo wir ihn reinpacken wollten. Jetzt haben wir wieder Drehschimmel gekauft, denn jetzt müssen wir sie irgendwo verstauen. Ja, ich würde die tatsächlich immer im Freien stehen lassen. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob ich da wieder rauskomme. Fallen diese Kammer rein, wo man Drescher ursprünglich reinfahren wollten. Wenn nicht, müssen wir rückwärts wieder rausfahren. Und das werde ich nicht schaffen, weil das sind zwei Drehschimmel. Ich häng fest. War hier gerade was gehupt? Egal. Warte mal. Haben wir diese. Ich hoffe mal, wir haben sie mit drauf. Warte mal, die sind ja hier irgendwo normalerweise unter. Die Dekoration ist nicht diverses. Ah, hier haben wir sie. Fertilizer. Kann man den hier platzieren? Ja, können wir. Oder? Ah, ne, komm, den platzieren wir oben. Aber das Geld schreiben wir jetzt wieder gut, oder? Nee, es sind 500 Euro. Also. Schreiben wir jetzt wieder gut. Vielleicht platzieren wir mal hier hin, weil hier mal Platz. Muss ich den Boden noch ein bisschen anpassen, aber. Flo! So, dann hab ich dann ja.
Jetzt haben wir ein Problem. Warum? Ich hänge am Baum. Wie hast du das geschafft? Ich hänge am Baum. Oh, Radio vergessen. Oh, je, je. Kann man nicht mehr rückwärts rauf. An welchem Baum? Ich hänge mit den Hängern am Baum. Wow, okay. Ich muss die Automatik ausmachen, so. Als ob du jetzt ernsthaft mit den Hängern am Baum hängst. Baum. Was soll ich da noch viel zu sagen? Schwierig, ne? Ich komme vorbei. Oh, warte mal, ich glaube, ich habe mich befreit. Ach ja, warte, und es wurde sich gewünscht, den Radio ein bisschen lauter zu machen und noch ein paar Sachen. Lautstärke der Umwelt so noch ein bisschen lauter. Ich mache den auch mal auf 70 und Lautstärke Radio 20. Das Ganze ein bisschen lauter schalten. So. Hoffen wir, jetzt so passt. Ich weiß jetzt natürlich nicht. Also steuern tut es mich nicht in-game. Wie es natürlich dann in der Aufnahme rumkommt, ist natürlich immer wieder eine andere Sache. So. Den machst du mal dran, wunderbar. So. Dann fahren wir da mal ran, weil das ist halt einfach um einiges billiger, als wenn man die ganzen Big Bags einzeln kaufen würde. Deswegen habe ich den jetzt einfach, ja okay, das ist ja, schwierig, wir gucken da einfach nicht hin. Das Ding ist halt, oh. Was ist? Ah ne, alles gut. Bist du ans Mikro gekommen, ja. Ja, das ist auch. Nee, nee, aber das andere, alles gut. Das passt. So. Wunderbar. Flo. Ja. Wenn wir jetzt Reha mehr drauf hätten, wäre ich zu abzoffen. Ja gut. Wischt es nicht so auch? Mit der Gangschaltung? Wo muss ich eigentlich hin? Ich habe irgendwas von Felsen. Nee, ich meine nach unten. Feld 3. Zunken. Oh. Sich eingeschaltet, meine ich. Ach so. Ach, da waren wir schon mal. Dann weiß ich, wo ich hin muss. Wäre es aber schlau, wenn ich hier drehe. Ja, auch nicht schön, ne? Nix. Oh, 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 Ja. Komm, du. Oh, ei, ei. Ganz knapp, aber ging. Ja. So. Mit dem Lindner würde ich vielleicht noch raufkommen, aber mit den Hängern definitiv nicht mehr. Oh, das heißt, wir fahren jetzt mal unsere Düngemission machen. Ja, du kannst dann eigentlich gleich ein bisschen weiter schwaden. Ich bin hier, also. Weil ich muss uns wieder zu Geld bringen. Die Hänger sind verstaut. Okay. Ich hoffe, wir kriegen sie da wieder raus, ne? Nee. Ja, negativ. Ah ja, okay. Flug, bevor du den Ding ganz auftankst. Eine wäre bloß kalt hier, okay, passt. Ja. Television. Und ganz auftanken haben wir eh nicht können. Sind nur 60% reingegangen. Oh. Wieso? Ich hab jetzt alles gemerkt. Weshalb? Was ist, wenn du auf Geld passiert? Deswegen sind nur 60% knapp reingegangen, da muss ich aufhören. Aufhören. Aber ich mach keine Sorge, ich mach uns Geld. Die Mission bringt 7000. Also ich meine jetzt ernsthaft, wo ist das Geld hin? In Dünger. Wie kann man nur so blöd sein und sein komplettes Geld in Dünger stecken? Hä, das ist eine Mission. Wir kriegen 7000 wieder raus. Ne, warte mal, das war doch nicht. So, ja, okay, dann. Wir haben noch hier jetzt... Oh, wie war das nochmal? Steuerung W? Oh. Das soll vielleicht die andere. Oh, scheiße. So. Ja, und sich passt das Ganze? Hallo. Ja. Ich wollte gerade den Lindner schon mal sehen schicken. Ja, da ist noch, da liegt noch Stroh drauf, ne? Erstens das und zwei. Ich habe hier Bürger gefunden. Bürger. Bürger, wer kennt ihn nicht? Zweitens. Und da ist kein Ding mehr drin. Wie soll ich denn das jetzt erklären? Kein Saatgut.
Ja, wir können eh noch nicht Ansehen schicken. Also ja, erstens, aber... erstens, wir können uns kein Saatgut leisten. Zweitens, wir können eh nicht Ansehen, auf jeden Fall nicht auf unseren eigenen Äckern. Ja. Und ich glaube, wieso da nichts drin ist, liegt daran, wegen Spielstand auf, weil, erneut neu aufsetzen und so weiter. Ich glaube nicht, dass das dann damit übernommen wurde. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel waren da noch drin? Ahnung, halb voll, glaube ich, was noch. Muss ich in einer alten Folge nochmal nachgucken. Ach nee, das war leer. Weißt du warum? Stimmt, weil wir ihn auf Kaufen gestellt haben, ne? Genau. Weil da nur so ein Pizzeller noch gefeitert hat, denkt. Und dann haben wir kurz auf Kaufen umgestellt, weil wir da nicht extra noch auffällen wollten. Ja, das Ding ist halt, ich glaube, die Bank sieht das nicht so gern, wenn die sieht, wir haben knapp über 300.000 Schulden bei ihnen und haben gerade den Kontostand von 500.000 und haben gerade einen Kontostand von minus 3. Schwierig. Ganz, also, ganz wir schwierig. Haben einen Kontostand von minus 503.000 Euro. 500.003, meinte ich. Ist schön, ne? Oh, kann man was anfangen mit, ne? Mhm, definitiv. Ach ja, ich hab gehört, du bist von der Stappenbach umgezogen. Na, wie gefällt's dir? Oddis? Du bist doch umgezogen von der Stappenbach. Stappenbach. Wie gefällt's dir bei der jetzigen? Wohin bin ich umgezogen? Hast du doch die Stappenbach. Warum sag ich Stappenbach? Ich weiß es nicht. Bach mit B, nicht mit P. Du bist doch von der Stappenbach. Ich weiß schon wieder Stappenbach. Stappenbach. Ganz schwierig. Weggegangen und bist jetzt bei der Bergisch Land. Nee. Sondern? Das hat damit gar nichts zu tun. Nicht? Nee. Egal. Ich hab doch nie was vorgesagt, ne? Hab ich jetzt gedacht, weil du die Stappenbahn aufgehört hast. Es ist ja schon lang. Ja, keine Ahnung, hätte es sein können. Hätte Fahrradkette. Ich hab's nicht gesagt, irgendwie so. Ja, egal. Könnte ein Gerücht sein. Und von wem wo in die Welt gesetzt? Philipp. Nee. Sebi hat das mal zu mir gesagt. Also ja dann. Liebe Grüße gehen raus. Mhm. Kurz mal was gucken. Ich habe einen Bürger gefunden, der Schwaden soll. Ich habe aber keinen Bock auf Schwaden. Ja, du kannst bei Stroh. Das will zwei. Ich bin jetzt am Schwaden. Oh. Darauf habe ich keinen Bock, das schwade ich lieber. Weißt du, er hat zwei Sachen. Zuerst geht er in zum Schwaden rein. Naja, darauf habe ich keinen Bock. Ich so, ja, du kannst auch noch die Schwaden, beziehungsweise die Strohverfilter. Nee, darauf habe ich keinen Bock, ich schwade jetzt. Hm. Ist schön feierlich, ne? Wie sieht meine Spotify-Playlist aus? Oh nein. Ich weiß es nicht. Ich muss mit dem guten alten Top Radio FM vom LS begnügen. Ja. Ich weiß gar nicht, außer. Weil normalerweise, wenn ich jetzt normale Musik, die wo es im Radio und so weiter läuft, ins Video rein. Du holst den Copyright. Ja, nee, das ist aber auch scheiße, weil das ist immer das Gleiche. Nee, ich meine tatsächlich, normalerweise, wenn man jetzt zum Beispiel normale Musik einfach so, wenn man jetzt einfach zum Beispiel Spotify im Hintergrund laufen lässt und das auf und dann auf YouTube hochlädt, kriegt man den Copyright Strike. Oder beziehungsweise immer den Copyright. Und man kriegt halt dafür dann keine Kohle. Jetzt ist aber die Frage, wenn man normalerweise zum Beispiel die Musik einfügt und dann, wenn die Musik zum Beispiel angeht oder wieder endet, unten links zum Beispiel oder egal wo, vielleicht auch nicht in die Mitte vom Bild, das wäre ein bisschen blöd, aber dann den Text beziehungsweise halt das reinschreibt, von wem das ist, wie das Lied heißt und wer es, von wem es kommen ist, beziehungsweise wer es produziert hat,
dann glaube ich, ist der Copyright aufgehoben. Glaube ich mal gehört zu haben. Ich habe es bis dato noch nicht ausprobiert, muss ich aber nochmal machen. Weil wenn das so ist, dass das dann wirklich so ist, dann ist das natürlich sehr schön. Weil dann kann ich hier zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendeine Aufgabe haben, auch einmal ein bisschen eine andere Musik drunter reinlegen, als wie die Standard-LS. Oder, Moment einmal, du kannst doch einstellen, welche Programme OBS aufnehmen soll. Ja, nee, weil das läuft dann alles über Desktop. Und das Spiel läuft auch über Desktop. Beziehungsweise die Stimme zum Beispiel. Oder zum Beispiel du. Du läufst ja von der Audio auf Desktop. Das heißt, wenn ich Desktop ausschließe, hört man von dem nichts. Also vom LS schon, aber vom Dingens nicht. Deswegen. Oder ich weiß, ich muss mir dann nochmal genauer reingucken, aber ich glaub's nicht. So, jetzt fahren wir das Ding nach Hause, weil. Was ist beim Mess? Also. Klingt es so. Aber wenn du jetzt irgendwo Hashtag Werbung einsetzt. Ja. Kriegst du dann Copyright? Also wenn du Spotify Musik hörst und dann Hashtag Werbung eingibst. Ja, weil. Normalerweise könnte man sich ja eigentlich denken, wenn jetzt zum Beispiel ein Streamer oder YouTuber in dem seine Videos zum Beispiel die Musik von dem und dem Videoproduzenten reinbringt, dann kriegt natürlich einerseits der, wo das Lied, der Videoproduzent, also der, wo das Lied gemacht hat, kriegt natürlich dann auch mehr Erfolg, weil sich zum Beispiel, wenn es jetzt ein großer YouTuber ist, denkt, oh, der hört das Lied, das finde ich geil, von wem ist das? Ah, von dem. Dann guckt er sich das an, da könnten YouTuber oder Streamer und die Musikproduzenten gut zusammen sein. Aber ist es halt nicht. Und wenn ich jetzt auch Hashtag Werbung einfüge, Werbung wäre es jetzt nur, wenn ich eine Produktplatzierung zum Beispiel machen würde, wenn ich jetzt für ein Produkt werbe. Aber wenn es jetzt, glaube ich, um Musik geht, ist es wieder eine andere Geschichte. Okay. So. Ich bin ja gleich wieder am Hof, das heißt, wir kriegen gleich Kohle. Moment. Hashtag fucking. Also, YouTube erklären. Die Anleitung. Der Crashkurs. Crashkurs? Oh nee. So, warte mal. Ah, da drüben hätten wir sogar. Egal. Oder war da. Ah nee, gut. Was hätte man da drüben sogar? Ein Crashkurs? Nee, da war sogar noch ein bisschen Dünger gestanden. Aber das hätte nicht ausgereicht, was da gestanden hat. Dann hat oder ist? Hm? Gestanden hat oder steht? Also, ja, das hätte nicht ausgereicht, so. Ja. Sagt er, das hätte nicht ausgereicht, was er gestanden hat. Wahrscheinlich steht's noch dran. So, jetzt muss ich hier nochmal kurz einen Büller machen. Buidl. Ja. Ach, warte. Und ich bin hier im Schwadinski. Hatte ich kurz gesehen. Ja, er hat abgelegt. Er hat einen Greenshot gemacht. So, wahrscheinlich sind sie nur so abgekappt. So. Machen wir das. Wunderbar, weil da können wir jetzt die Mission nämlich abschließen. Schau den Dünger raus. Ja, habe ich gemacht. Deswegen bin ich extra zum Hof gefahren. Soweit denke ich schon mit. Alles gut. Du hast gesagt, 7000 Euro kriegen wir. Ja, wegen Mieten und dann so. Dann lügt der auch Abzug noch rum, ey. War nichts mit Lügen? Lügen. Ach so. Also die Mission an sich hätte 7000 gegeben, aber wir haben keine Düngersteuer. Nächstes Ziel, was wir uns kaufen müssen, sollten ein Düngersteuer. Ja. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. So, ich drücke jetzt einmal nochmal ein bisschen auf Seite hier. Schick den einen Typs gleich schon mal sehen. Wie sollen wir den sehen? Da liegt Stroh auf dem Feld. Dann hol den Stroh runter. Ich bin jetzt gerade. Ich muss hier gerade Big Bags wegschieben, bisschen, weil die ja mitten im Weg rumstehen. Und dann macht nun mal gar keinen Sinn. Da flackt auch noch so Dünger auf dem Boden einfach, den wir eigentlich auch mal verwenden müssen. Big Bags wegzuschieben. So, ich stapel die jetzt nicht da schön hin oder so weiter, ich pack die jetzt einmal wieder hin. Das macht zwar gerade keinen Sinn, aber du musst Big Bags wegschieben.
Ja, ich muss Big Bags wegschieben. Schön ist hier auch schön, dass da oben dran steht. Ausrufezeichen Full BG Flow mit STVZO. Was steht da oben? Aber Mini. Ja, oben. Bei das Mini, die bei dem Universal Dingsbums. Also ich habe rausgefunden, zwei Big Bags anheben ist für unseren Auftrag kritisch. Echt? Er packt zwar irgendwie, aber ja. So, das Optimale ist jetzt, glaube ich, nicht. Wir müssen die Gewichtsplatte von der Rade mit 3 Tonnen mit drauf nehmen. Alter, wir werden zusammenbrechen, ne? Beziehungsweise wir werden nirgends mehr durchkommen mit dem Teil, weil einfach überall hängen bleibt, von der Breite. Doch wieder. So. Dann brauchen wir, weißt du, was wir brauchen? Ein Lizard Aufhebdingsbums. Aber ich kann uns mal eins machen, ein Gewicht für den Kleinen hier. Ich habe mir jetzt Modden jetzt ein bisschen reingefuchst. Ich habe schon den ein oder anderen Eier umgebaut. Die wo vielleicht auch in einem ein oder anderen Projekt mal ein bisschen kommen werden. Ja, das, ja. Muss man noch ein bisschen schöner machen. So, ich brauche jetzt erstmal ein Ding ins zum. Kann man eine Maschine drehen, so? Ja. Ah, ich habe noch gar nicht unsere Hänger gezeigt, ne? Muss ich nochmal schnell machen gleich. Mach's leichter nicht auf. Weil wenn du das siehst, denkst du dir, oh Gott, wer hat denn die da reingebracht? Die Frage, was ich mir dann eher stelle, kriegen wir die da jemals wieder raus? Nee! Kann ich jetzt schon beantworten. Okay. Kannst gerne den schon. Ja, ich bin was da gerade auf dem Weg hin. Was zum Glück? Du hast gerade zum Glück gesagt, oder? Weil. Ich hab's aber zum Glück ist die. Wollte ich eigentlich sagen, zum Glück ist die Aufnahme noch nicht zu Ende, da kann ich nämlich da noch hingucken. Ach so! Weißt du so, ja, die werden wir den nie wieder rausbekommen. Du so, zum Glück. So. Also der wo links steht, da könnte man sich ja noch denken, ja, den kann man wieder rauskriegen, der ist halt ein bisschen. Zwar unschön, aber er ist reingeschoben worden. Aber der andere. Man würde ihn wieder rauskriegen, wenn man da eine Stange oder eine Kette hinmacht, ans Zug mal und den dann wieder rauszieht. Aber wenn man sich wieder den da reingekriegt hat, dann ist es wieder was anderes. Aber du bist halt hier reingefahren, hast Allradlenkung angemacht, bist hier drin rumgeschaut und da wieder raus. Ich bin ohne Scheiß, ne? Ich hab wenn hier mit dem Vorderrad, wenn ich hier auf den Brenner kenn. Bin ja lang gefahren, hab voll eingelenkt, ne? Bin hier runtergeplumpst, wieder aufs Freiler rauf. Voll eingelenkt, deshalb bin ich hier so raus. Oh Mann. Sieht man noch irgendwo Gummispuren an der Wand? Nee, ne? Nee, schade. Im Schluss ist noch, die wäre noch die Wand umgefallen. Leicht bauweise. Gerade auch bei unserem Auftrag haben wir Luftdruck. Ja, deswegen habe ich ja mal gefragt, ob da alles so passt, was Anschlüsse technisch der da alles dran hat. Also, Ölanschlüsse passt normalerweise. Warum hat der vorne dann keine Ölanschlüsse? Ich weiß es nicht. Haben wir jetzt einen billigen, der wo nicht mal vorne eine Zange öffnen kann? Wahrscheinlich. Anscheinend schon. Das Ding ist halt, ob er überhaupt eine Zange öffnen könnte. Wir haben eine Zange in Schaufel. Ja, stimmt. Die kann er öffnen. Wir haben die Schnur hintergelegt und dann müssen wir immer anziehen, so als Flaschenzug, und dann können wir die aufzumachen. Ja, wahrscheinlich. Wir haben die Ölschläuche verlängert. Ja. Wir können zwar nicht mehr aufhören, aber wir haben es verlängert. Oh, nee. Jetzt muss ich ein bisschen Schwung aufbauen, damit man da hoch. Wobei, wir haben eigentlich die Steigung schon weg, ne? Ja. Ich fahre jetzt absichtlich hier oben rum. Ach ja. Ja, für 2 Spaten. Ich hab Bock. Können wir diesen 1-6-Kreise-Schwader von Krone mit draufnehmen, den wo es im Mod-Hub gibt? Hören schon. Aber ob wir ihn in Einsatz bringen, ist die andere Sache. Wir werden ihn in Einsatz bringen. Das darfst du mir glauben. Ja, nee, aber ich weiß nicht, ob wir den sehen können. Den meine ich. Weil, ja. Der braucht 100 PS. Ja, okay, dann.
Weil im Prinzip braucht er eigentlich nur Zapfeinleistung und er muss ihn eigentlich nur hinter sich herziehen. Und so die Standard-C-Maschine, diese, warte, wie heißt die denn? Diese Amazone, ne, die braucht 85 PS. Bei der brauchst, also, naja. Ja, sag mal nur so, ne, das ist über, das ist nicht nur minimal übertrieben. Minimalistisch ist es nicht übertrieben. Okay. Es ist maximal übertrieben. Bei PS bräuchte man gar nichts. Naja, gut, doch schon welche zu ziehen, aber da würden 50, 30 würden, glaube ich, reichen. Zum Ziehen? Ja. Weil die musst du bloß ziehen, du musst keine Zapfwelle einschalten, gar nichts. Hm. Weil wenn, weil die Reifen, wenn die sie, also die Reifen von der Seemaschine, wenn die sich drehen, dann fällt Korn durch. Also, ja. Ja. Wenn alles gut geschmiert ist, reichen 30 PS. Und das ist wahrscheinlich locker. Warte mal, 30 PS, dann könnte ich den mit meinem kleinen Eicher ziehen, der kein Allrad hat. Ja. Ja. Ja, ich glaub, hallo, ich glaub, wir haben früher mit unserem, also, nur mal so, ne? Mhm. Wir haben früher mit unserem 50er Comic, haben wir so eine Seemaschine gezogen. Ab. Ja, was ist? Ja, warte mal. Mit was habt ihr was gezogen? Mit unserem 50er IHC haben wir damals teilweise eine Seemaschine gezogen. Das war vor meiner Zeit, aber wir haben es gemacht. Ja klar, da waren ja die natürlich auch noch viel kleiner und alles. Da war das ein riesen Traktor, 50 PS. Ja klar. Da wurde Eiche Königstiger oder Eiche Tiger, den ich im Besitz habe, rauskäme, ich war das schon mit 38 PS, war das schon ein großer Diesel. Diese, das hat einen B-Truck unter Schlüter. Und die großen Eiche, die mit 130 PS oder 150, glaube ich, gab sie sogar. Ja, die ja, 145 ist der, 145 ist der größte, aber ja, so um den Dreh, ja. Ja, 150. Auf alle Fälle, das waren damals die größten Traktoren, was es gab auf dem Markt. Ja, klar. Schlüter war natürlich da vorne, weil die hatten 200 PS. Das geht nur. Und ja, aber man muss sagen, 200 PS Traktoren haben sich damals eigentlich nur die größten Lohnunternehmen oder größten Landwirte gekauft. Weil im Prinzip, da gab es halt einfach, also, die Größe noch nicht, wo die so braucht wurde. Das wurde halt viel in Amerika eingesetzt, normalerweise. Die Schlüter? Jo. Da war ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel. Aber ja klar, wo sie zum Beispiel im Norden, dann wo sie schwere Böden haben, da braucht man natürlich auch für einen Vierschauer oder so, muss man dann schon gute PS-Leistung haben, dass der dann gut zieht. Jetzt bin ich zu unserem Hof gefahren und ich habe nicht gewusst, sollen wir das Stroh einlagern oder verkaufen? Was gibt denn Stroh? Weiß es nicht. Aber was wir wissen, dass wir mit der heutigen Folge auch schon wieder fertig sind, meine Damen und Herren. Wie gesagt, jetzt kommt natürlich die Abmoderation, 96. Die niemals fehlt. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Unten den roten Knopf draufwerfen, falls noch nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlengrad im Innesnunzen Alpin DLC. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Compass was wrong, and I'm still on my way. Lost in these days.